Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge der Poker Masterclass der Bayerischen Spielbanken. Wir haben heute ein Thema, wo wir komplett ohne Zahlen auskommen, komplett ohne Mathematik, und ich weiß, dass dieses Thema viele Pokerspieler interessiert. Es geht um die Psychologie im Poker, und da sind natürlich zwei Hauptthemen immer präsent. Das eine ist die Emotion. Das heißt, wenn es nicht läuft, wenn man sauer ist, wenn man die Karten am liebsten wegschmeißen möchte, wenn man keine Lust mehr hat, wenn man auf Tilt ist. Wie verhalte ich mich da? Wie überstehe ich dieses Tilt-Sein, ohne dass ich alle meine Chips verballer? Und das Zweite ist das, wenn der Körper zu uns spricht. Also die Körpersprache. Die ist einfach da. Jeder Körper hat irgendeine Ausstrahlung, irgendeine Ausdrucksweise. Schaut mal bei mir. Meine Stirn ist beim Moderieren immer in Falten gelegt. Das kriege ich nicht weg. Das habe ich seit 30 Jahren, weil ich immer die Stirn nach oben ziehe, wenn ich in eine Kamera spreche. Ich muss mich extrem zusammenreißen, um die Stirn nicht in Falten zu legen. Und so gibt es ganz viele Situationen am Pokertisch, wo der Mensch einfach nicht anders kann, als Dinge zu tun, obwohl er sie gar nicht tun will. Also, sich wohlfühlen, was macht man da? Wenn man sich schlecht fühlt, was macht man da? Wenn man angespannt ist, wie reagiert der Körper? Es gibt das berühmte Zittern, es gibt das Pumpen der Halsschlagader, es gibt natürlich das Aufreißen der Pupillen, deswegen tragen viele eine Sonnenbrille. Es gibt so, so viele Sachen. Wir können heute nur ein paar anreißen, aber wir werden einiges anreißen. Und wir haben Experten, die ganz viele Stunden schon am Pokertisch gesessen sind und die schon oft Tilt waren und die schon oft beim Gegner erkannt haben, was unter Umständen die besonderen Tells am Pokertisch sind. Und deswegen ist das eine Folge für Menschenkenner. Und das sind auch unsere Experten. Das Thema in dieser Folge ist die Psychologie des Pokerspiels. Würdest du sagen, es gibt mehr oder weniger geeignete Charaktere, um Poker zu spielen, so als reine mentale Voraussetzung? Oder kann es jeder? Nein, ich glaube nicht. Also Poker ist schon ein Geduldsspiel. Für ungeduldige Menschen ist es, glaube ich, nicht so gut geeignet. Vielleicht Cashgame, wo man nach ein, zwei Stunden einfach sagen kann, okay, ich habe keine Lust mehr, aber Turnierpoker, wo manche Turniere 3-4 Tage dauern und mal auch mal 2 Stunden überhaupt keine Karte kriegt oder spielbare Hände. Oder für Menschen, die sich schnell ärgern, die dann nicht mehr ihr bestes A-Game spielen können. Ich glaube, Turnierpoker ist für die nicht 100% geeignet. Wir haben ja immer auch noch die Tatsache, dass beim Turnierpoker, nehmen wir jetzt mal das Main Event der WSOP, da sitzen 95% Männer und 5% Frauen. Und machen wir uns nichts vor, Männer und Frauen sind unterschiedlich, von ihrer Psychologie auch her. Was glaubst du, was hält die Frauen zurück, Poker zu spielen? Beziehungsweise warum ist es eher ein männerorientiertes Spiel, rein was die Psyche der jeweiligen Personen angeht? Die Männer spielen gerne. Und die Frauen sind mehr die Vernünftigen in der Sache. Und wenn man jetzt das reine Pokerspiel nimmt, ist es ein Spiel, wo Männer die Oberhand haben. Und Frauen sind ja oft die Vernünftigeren beim Spielen. Die Emotion beim Spiel ist ja wahnsinnig wichtig. Und jeder Pokerspieler hat irgendwann in einem Turnier oder in einem Cashgame auch mal negative Emotionen. Der berühmte Tilt-Faktor. Wenn das passiert und wenn man das erkennt und wenn man das weiß, was muss man dann an seinem Spiel ändern? Ja, an seinem Spiel vielleicht nichts, aber an seinen, dass man nicht tilt geht. Man muss lernen zu verlieren. Man muss den Einhauter kassieren. Der Gegner guckt dich vielleicht mal 30 Sekunden einfach nur an, um dich aus der Fassung zu bringen. Beim Pokerspiel musst du lernen, mit allen Facetten umzugehen. Und wenn man tilt geht, dann ist es zu spät. Dann kann man sein bestes Spiel nicht mehr spielen. Und wenn der Gegner schafft, dich tilt zu machen oder nur aus deiner Reserve zu locken, dann spielst du nicht mehr gut Poker. Ein großes Kapitel ist natürlich auch das der Tells. Das heißt, beim Gegner zu erkennen, der ist gerade schwach, der ist stark. Verrat uns ein Tell, von dem du sagst, dass du ihn sicher oder sehr, sehr gut erkennst beim Gegner. Und wie wendest du das an? Also ich stelle oft eine Frage, kommt aufs Spiel. Also es ist verschiedene Frage, bist du so gut oder bist du das? Und viele haben das Bedürfnis, wenn sie stark sind, nicht mehr zu reden.
dann versuchen sie nicht mehr zu gewinnen. Und viele Amateurspieler, die reden die ganze Zeit am Tisch und wenn sie dann nicht mehr reden, dann sind sie stark. Dann wollen sie auf einmal ganz ruhig sein und keiner darf was sehen. Weil sie nichts preisgeben wollen von ihrer Stärke. Genau. Wenn sie sprechen, dass sie mehr ihre Schwäche übertüncht. Ja. Vielleicht kann man es so formulieren. Hast du schon festgestellt, was bei dir so ein Tell nach außen sein könnte, an dem du gearbeitet hast? Also ich gebe einen Hinweis, mir hat man mal in meiner Privatrunde gesagt, du weißt schon, wenn du mit dem Bein wippst, dass du immer stark bist. Und seitdem habe ich das natürlich abgestellt. Gibt es solche Dinge, die du selber bei dir erkannt hast, die du abgestellt hast? Ja, man hat mir früher gesagt, ich würde hier zucken, wenn ich blaffe. Oh. Deswegen trage ich auch meistens eine Sonnenbrille, spätestens Tag 2, also wenn es ernster wird. Und ich habe aber seit 3 Jahren arbeite ich daran, immer gleich und dieselben Sekunden, wenn ich will, immer alles gleich, ob ich blöffe oder nicht blöffe, immer alles gleich zu machen, also abzustellen. Das vielleicht noch als Tipp auch für Pokerspieler. Manche machen das so, dass sie, bevor sie agieren, 21, 22, 23 zählen und dann erst die Aktion machen, egal ob es der Fold ist, der Call oder was auch immer. Also kannst du weiterempfehlen, Zeit vergehen lassen, immer die gleiche Zeit, bevor man Aktion macht. Immer ungefähr gleiche Zeit, weil viele Merkmale gucken in ihre Karten, dann machen sie eine 3-Bet nur mit guten Händen. Man merkt sich ja, was die Gegner spielen, warum. Oh, er ist ganz schnell, das muss ein Bluff sein. Also viele, und ich versuche, schon 3 Jahre arbeite ich daran, dass das alles gleich ist. Wenn du jetzt in ein Turnier reingehst, nehmen wir jetzt mal ein 500-Euro-Turnier oder im Vergleich ein 10.000-Euro-Turnier. Du setzt dich an den Tisch, 9 Spieler. Worauf achtest du bei beiden gleich oder was sind die Unterschiede, wenn du direkt einsteigst ins Turnier? Ja, also ich glaube, das sogenannte GTO, das kann man bei den Turnieren mit den niedrigeren Beins nicht so ganz mit einspielen lassen. Was bei den Profis bei einem 5.300er Turnier aufwärts schon deutlich anders ist. Ja. Also die Leute sind schon deutlich mehr studiert. Oftmals sieht man bei den Turnieren mit 200 bis zu 500 Euro Beins schon auch viele Hobbyspieler, die dann einfach mal übers Wochenende vorbeikommen, übers Osterwochenende und dann irgendwie einfach ein bisschen Spaß haben wollen, ja. Und hoffen, dass sie ein bisschen Glück haben und dann gewinnen. Worauf achte ich besonders? Ja, es gibt viele Live-Tells, die man sehen kann. Einige werden tatsächlich auch sehr rot, wie eine Tomate, wenn sie bluffen. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Tatsächlich die Sachen, die man auch in den Study-Videos beigebracht bekommt, im Sinne von, die Leute fangen auch mal an, lauter zu atmen. Auch die Sachen wie, dass die Augen sich anders bewegen als sonst, dass man mehr blinzelt, dass die Halsschlagader stärker am Pulsieren ist. Also es gibt viele, viele, viele Sachen, auf die man achtet. Und nichtsdestotrotz ist es am Ende doch noch ein Kartenspiel. Und die Kombination aus allem macht es dann eigentlich sehr, sehr, sehr spannend. Wie gehst du mit Spielern um, die viel am Tisch reden? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Das sind oft Amateure, die einfach auch vielleicht ein bisschen Spaß haben wollen, die wirklich auch das als soziale Komponente sehen, was es ja auch tatsächlich ist. Poker ist ein geselliges Spiel. Wie gehst du mit denen um, wenn da wirklich sehr viel am Tisch gesprochen wird? Gehst du dann auch auf die ein, einfach um so ein bisschen zu connecten? Oder sagst du, es lenkt mich zu sehr ab, ich mache eher mein Ding? Also am Anfang eines Turniers bin ich dabei, rede mit, versuche irgendwelche Informationen rauszukriegen. Also du willst keine neuen Freunde finden, du möchtest einfach... Ich möchte Informationen und natürlich gesellig sein. Aber Poker ist ja ein Informationsspiel und jede Information ist wichtig. Und wenn einer viel redet, dann kann man mit dem auch gerne reden und vielleicht 1, 2 Informationen rauszukitzeln. Es gibt beim Poker die Downswings und die Upswings. Da ist keiner vorgefeit. Es gibt Phasen, wo man wirklich einfach nicht trifft, die Draws nicht ankommen, die Karten nicht laufen und es gibt das genaue Gegenteil. Wie gehst du mit diesen Phasen um? Weißt du, akzeptierst du sie so, wie sie sind? Oder wirst du auch in einem Downswing passiver, spielst weniger, weil du weißt, momentan kommt eh nichts an und umgekehrt, wenn es gut läuft, mehr? Also Poker ist ja ein Entscheidungsspiel. Und hinterher sollte man vielleicht sein Spiel analysieren
Und wenn die Entscheidung richtig war, dann war sie richtig. Egal ob Downswing. Ich hatte am Wochenende ein Turnier. Ich habe 16 Hände Chuckouts gekriegt oder Coinflips nicht gewonnen. Ich musste schmunzeln. Am Tisch haben sie schon gesagt, du kannst ja gar nicht gewinnen. Ich sage, nee, anscheinend nicht. Aber ich würde behaupten, alle 16 Entscheidungen war ich richtig. Deswegen alles gut. Du hast gerade schon die Live-Tales angesprochen, die du ja scheinbar sehr gut und sehr schnell erkennst. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, naja, ich sehe schon, wenn jemand schwer atmet oder wenn die Halsschlagader pumpt, aber ich kann immer nicht genau zuordnen, ist das jetzt, weil er blufft oder weil er sehr stark ist? Welche Möglichkeiten siehst du, um das ein bisschen besser auseinanderzuhalten? Ja, ich glaube, viele, gerade auch so in den unteren Bereichen, viele Spieler konzentrieren sich gar nicht richtig auf das Spiel. Das heißt, wenn sie selber nicht in einer Hand involviert sind, dann greifen sie sofort zum Smartphone, anstatt dem Spiel zu folgen, auch wenn andere quasi in der Hand sind. Gesehen, dass teilweise auch einige Leute dann anfangen, Netflix oder YouTube anzuschmeißen, wenn sie selber gerade nicht dran sind, oder das klassische Fußballspiel. Ich nutze die Zeit wirklich sehr intensiv, um mir die Spieler genau anzuschauen. Weil gerade auch aus den Situationen, wo man selber nicht involviert ist, weil man da auch teilweise ein bisschen nervöser ist, kann man Beobachtung machen von dem Spieler, ob sie sich anders verhalten, als sie sich normalerweise verhalten. Und das gibt mir oftmals einen Ausschlag darüber, wo ich mich dann entscheiden muss, wo ich dann auch vor der Entscheidung stehe, call ich jetzt, weil er blufft, oder folde ich, weil ich denke, dass er stark ist. Also es ist viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, was mir grundsätzlich geholfen hat, ist einfach, als Unternehmer muss man auch Bluffs von Investoren oder von Geschäftspartnern und so weiter erkennen, potenziellen Geschäftspartnern erkennen. Also ich sehe da schon sehr, sehr viele Parallelen. Ja. Was glaubst du, ist vor allen Dingen wichtig, was die mentale Stärke am Tisch angeht? Also das Thema Emotion, das Thema auf Tilt gehen, kannst du das schon im Vorfeld kontrollieren? Merkst du, wenn du, sag ich mal, kleine Anfälle in diese Richtung bekommst, kannst du das schon frühzeitig ausschalten? Ja, also ausschalten zu 100%, glaube ich, kann das keiner. Aber man sieht das schon gerade auch so bei den Turnieren bis zu 1.000 Euro Beinen. Da findet man deutlich mehr Leute, die sehr, sehr schnell tilt werden, einfach weil wenn sie einmal vom Glück verlassen werden, dann sofort ihre Emotionen nicht mehr im Griff haben. Ja, also tatsächlich ist das einer der wichtigsten Elemente. Auch viele Deep Runs einfach dadurch geschafft, dass ich in den entscheidenden Momenten quasi genau gegengewirkt habe, versucht habe, dann positiv und geduldig zu bleiben. Geduld, eine der wichtigsten Eigenschaften im Turnierpoker, um wirklich auch weit zu kommen. Bei einem WSOP Circuit Main Event waren noch 32 Leute drin und ich hatte noch zwei Big Blinds und ich habe es tatsächlich bis zum 10. Platz geschafft, einfach dadurch, dass ich geduldig war, positiv geblieben bin, gelacht habe, anstatt irgendwie so einen frustrierten Eindruck zu machen, und in dem Moment, wo ich dann auch all in gegangen bin, einfach einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht habe. Also das ist insofern, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass man die Emotionen gut unter Kontrolle hat. Wenn du schwächere Spieler am Tisch erkennst, wenn du also das Gefühl hast, das ist jemand, der ist noch nicht ganz so weit, beziehungsweise du nimmst den schwächeren Spieler wahr, wie versuchst du bei dem Spieler auch Fehler zu provozieren? Zum Beispiel ihn, würdest du ihn einfach raisen, 3-Bet mit dann doch einer etwas schwächeren Hand? Würdest du versuchen, die Entscheidung von ihm auf Turn River zu verlagern, weil er da unter Umständen wieder einen Fehler begeht? Wie geht man da vor? Ja, also ich glaube, man muss, auch da hängt es extrem von dem Spielertypen ab. Man muss schauen, wie er auf Bets reagiert. Man muss schauen, also ich mag es immer ganz gerne, zumindest für einen bestimmten Teil der Zeit auch mit den Spielern zu sprechen, weil ich daraus auch wirklich sehr, sehr viel herauslesen kann. Manchmal gegen schwächere Spieler verwickle ich mich auch mal gerne in Gespräche, um so ein bisschen den Eindruck zu machen, dass ich gerade ziemlich loose spiele. Das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn man mit den Leuten im Gespräch ist, man bekommt Asse und verhält sich aber genauso wie vorher und redet einfach weiter. Und die Leute denken, ja, der kann ja gar nichts Gutes haben und
wenn wir einfach nur die Chips wegnehmen und die fühlen sich dann sofort provoziert. Also das ist eine Möglichkeit. Und genauso kann man aber natürlich das auch in die andere Richtung treiben, ja? Dass man auf einmal aufhört zu reden, um dadurch Stärke zu symbolisieren, obwohl man gerade 7-2 Offsuit spielt. Und man hinterlässt halt wirklich so den Eindruck, dass man Asse oder Asskönig hat und im Flop liegt ein Ass. Und das kann dann auch mal gut gehen. Du hast es schon angesprochen, du arbeitest mit Poker-Coaches zusammen. Das sind ja normalerweise Profis, die halt viel Erfahrung haben und hohe Limits spielen, wo aber auch die Psychologie im Vordergrund steht. Also man meinen könnte, die verfolgen doch eher den Ansatz über mathematische Konzepte, Solver-Konzepte, GTO-Konzepte. Welche psychologischen Besonderheiten lernt man denn auf diesem besonders hohen Level? Da geht es ja nicht mehr nur um Augenzwinkern und um Pulsschlag am Hals, sondern vielleicht sind das doch noch andere Dinge, die noch nicht ganz so bekannt sind. Also ich habe quasi einen Coach, der eher sehr GTO-lastig ist, quasi für diese analytische und strategische Komponente, und dann einen, der wirklich sehr, sehr stark in solchen Live-Tells und Live-Reads ist. Arbeite auch gerne mit, war auch ein Freund, der Psychologie studiert hat und so ein bisschen, mit dem ich mich auch ab und zu mal austausche. Also ich glaube, auf dem höheren Level ist halt wirklich das Problem, dass man aus den Pokerprofis aus dem Gesicht heraus nichts rauslesen kann. Bei einem Christoph Vogelsang, der dann auch noch Sonnenbrille und komplett den Hoodie um sich hat, ist das dann nochmal komplett unmöglich. Ist auch einer der Gründe, warum alle Hoodie anziehen. Ja, was kann man da erkennen? Also ich glaube, am Ende sind es auch die Profis Menschen. Und wenn man sehr, sehr stark an seiner Menschenkenntnis oder an der Fähigkeit, Menschen zu lesen, grundsätzlich arbeitet, dann wird man, glaube ich, auch automatisch ein besserer Pokerspieler. Ja? Also beispielsweise, wenn jemand blufft, dann fällt es einem schwer, jemanden in die Augen zu schauen. Ja. Das ist auch bei den Pokerprofis so. Ja. Aber tatsächlich ist es mir, und deswegen wollte ich auch die Trident Series spielen, um halt wirklich so diese gesamte Klaviatur bis hin zu den Profis einmal mitzubekommen. War teilweise auch eine teure Lesson bei ein, zwei Turnieren, wo man gemeint hat, dass man den Spieler richtig gelesen hat, dann aber total auf die Schnauze geschlagen ist. Weil die Profis natürlich wissen, wie man denkt als Gegner, und das dann wiederum komplett andersrum machen. Auf einmal fängt man an zu atmen, als wäre man am Bluffen, und gleichzeitig hat man die Nuts. Ja? Also das ist dementsprechend ist das eigentlich so wirklich so das Faszinierendste am Spiel, weil man sich de facto zu jedem Spieler seine Notizen machen muss, gedanklich oder halt eben schriftlich. Bei den High Rollern ist natürlich der Vorteil, dass die meistens in ihrem, wie soll ich sagen, begrenzten Rahmen an Spielern auch immer wieder aufeinandertreffen. Das heißt, man kennt sich, ja, man kennt die Tells, man kennt die Verhaltensweisen. Natürlich ändern die auch von Stunde zu Stunde oder eben von Turnier zu Turnier ihre Verhaltensweisen. Aber am Ende ist es schon sehr, sehr schwierig. Also einen Stephen Chitwick da irgendwie einen Live-Tell abzuringen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Du spielst ja doch relativ viel gegen Spieler, die das häufig machen, professionell, semi-professionell sind. Auf welche Körpersprache-Elemente achtest du trotzdem auch bei diesen Spielertypen, die sehr viel Bock stehen? Also ich sag mal, gerade auf höheren Limits mit Leuten, die das professionell machen, geben natürlich deutlich weniger her an Informationen, als es Spieler tun auf vielleicht kleineren Limits, die nur ab und zu Poker spielen und die sich in gewissen Situationen vielleicht einfach unwohler fühlen. Auf höheren Limits haben die Spieler diese Situationen meistens oft erlebt, schauen sich auch viele Sachen von sich selbst an, wenn sie in Livestreams gespielt haben, um einfach auch an sich selbst Dinge zu erkennen, die sie vielleicht gar nicht wussten, dass sie sie tun. Aber trotzdem findet man auch auf höheren Limits bei ganz, ganz vielen Menschen so die Kleinigkeiten an Dingen, die sie dann vielleicht doch tun. Da geht es jetzt nicht um das klassische Beispiel,
Wenn er es hat, bettet er mit rechts. Und wenn er es nicht hat, bettet er mit links. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen null, dass das passiert. Aber es geht um so ein Verhaltensmuster. Was machen Menschen, wenn sie sich unwohl fühlen? Und gerade in Bluff-Situationen fühlen sich Menschen ja oft unwohl. Die versuchen das dann zu kaschieren, indem sie entweder auf einen Punkt starren, um noch mehr Stärke zu generieren in ihren Augen oder nichts herzugeben. Andere Spieler, wenn sie sich unwohl fühlen, beginnen zu reden, um davon abzulenken, wollen signalisieren, dass sie eigentlich gerade locker sind. Also ich bin stark, ich bin locker, ich rede mit dir. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das pauschal zu sagen, ist unmöglich. Mit Leuten über mehrere Stunden zu spielen, das ein oder andere zu erkennen, ist möglich. Aber jetzt einen Tipp nach draußen zu geben, damit dann alle falsch liegen, ist, glaube ich, die komplett falsche Richtung. Hast du bei dir mal was erkannt, was dann von außen an dich herangetragen wurde, von wegen Flo, du hast übrigens ein Tell, oder was du bei dir selber beobachtet hast? Es gibt definitiv zwei Sachen, die mir aufgefallen sind bei mir und die, auf die ich auch von Freunden hingewiesen wurde. Kann ich nur leider vor der Kamera nicht sagen. Thema Emotionen beim Spiel. Keiner ist davor gefeit. Richtig. Niemand. Richtig. Alle sind irgendwann tilt. Alle haben irgendwann emotionale Downswings. Wie gehst du persönlich damit um? Gibt es irgendeinen Ratschlag, außer in die Tischkante zu beißen oder das Spiel zu verlassen? Oder wie würdest du, und wie erkennst du dann auch für dich persönlich, dass dein Spiel darunter leidet? Also ich glaube, man sollte, das Wichtigste ist, das Ego rauszulassen aus dem Poker. Es wird Tage geben, an denen du keine richtige Entscheidung treffen kannst, an denen du keine Hand gewinnst, obwohl du bestens vorbereitet in die Partie gegangen bist. Und es läuft irgendwie alles gegen dich. Man fängt an, selbst schlechtere Entscheidungen zu treffen. Man hat das Gefühl, jedes Mal, wenn ich vor einer Links- oder Rechtsentscheidung stand, bin ich in die falsche Richtung gegangen. Das sind die Dinge, die du nicht verhindern kannst. Das ist die Varianz im Spiel. Ist man davon tilt? Ja. Spielt man dadurch schlechter? Mit Sicherheit. Aber es dann zu erkennen und auch zu sagen, okay, we call it a day, ich komme morgen wieder oder übermorgen oder in drei Tagen, egal wie viel ich jetzt gerade verloren habe, ich spiele heute nicht mehr mein bestes Poker, ist eine wunderschöne Theorie, an die wir uns alle halten sollten. Und je näher man daran kommt, das dann auch wirklich zu tun und zu sagen, egal, ich bin jetzt 4.000 €, 5.000 € hinten, it's not my day, ich gehe heute, wird sich in der Zukunft darüber freuen, deutlich weniger verloren zu haben, als wenn er sitzen geblieben wäre. Okay, wir haben also von unseren Experten gehört, dass man im Wesentlichen darauf achten sollte, bei der Körpersprache der anderen Spieler, ob jemand Interesse an einer Hand hat oder nicht. Wir wollen mal so zwei, drei Dinge ansprechen, woran man das unter Umständen erkennen kann. Mein Rat ist, überprüft das selber mal in einer Homegame-Runde. Bei euch daheim oder bei irgendjemandem, gar nicht unbedingt im Casino. Auch da kann man natürlich drauf achten. Aber in so einem privaten Umfeld, da sind solche Tells und solche Körpersprachengeschichten häufig noch präsenter, weil die Spieler am Tisch ja noch entspannter sind. Ja, man sitzt da, hat noch ein paar Nüsschen und vielleicht noch das ein oder andere Bier auf dem Tisch und dann ist man ja automatisch irgendwie lockerer als vielleicht im Casino, wo man doch konzentriert ist und guckt, keine Fehler zu machen. Deswegen das Überprüfen von Körpersprache in der privaten Runde ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, es gibt Tausende von Videos, es gibt Dutzende von Büchern zum Thema Körpersprache bei Poker. Wir wollen mal so ein paar Situationen nachstellen, woran man erkennen kann, was der Gegner unter Umständen für eine Hand hält, ob sie stark ist oder schwach ist. Wie gesagt, das Grundprinzip ist immer das gleiche. Hat jemand Interesse an einer Hand oder hat er kein Interesse? Ganz einfache Situation. Jemand hat zwei Karten vor sich liegen und guckt sich die beiden Karten an. Dann macht er entweder vielleicht so mit der Karte oder er zieht sie näher zu sich ran. Im Grunde ist es eine einfache Sache, oder? Wenn jemand etwas wegschiebt, hat er eher kein Interesse daran. Wenn er es zu sich heranholt, dann will er unter Umständen mit dieser Hand doch noch ein bisschen was anfangen. Das ist diese Körpersprache, die schon unmittelbar beginnt, sobald jemand die Karten checkt. Es gibt natürlich diesen alten Bauerntrick, den verwendet man natürlich aber eher in die umgekehrte Richtung und das machen auch viele Amateurspieler. Das heißt, sie gucken sich eine Karte an und gucken dann auf ihren Chipstapel, wollen damit eigentlich signalisieren, dass sie stark sind, aber sie nutzen das auch oft in die andere Richtung, sozusagen ein Reverse-Tell, weil sie eigentlich schwach sind. Insofern manchmal auch nicht zu viel darauf geben, wie ein Gegner reagiert, weil, naja, vielleicht nutzt er es ja, um genau das Gegenteil von dem auszudrücken, was wir vermutet haben. Also etwas zu sich heranholen, zeigt Interesse, etwas von sich wegschieben, zeigt Desinteresse. Das ist eigentlich eine klare Sache. Ähnlich verhält es sich beim Setzen. Manche sagen, wenn ein Spieler die Chips einfach so wegwirft in die Mitte, dass das nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke ist, weil er ja, sich so einfach trennt von diesen Chips.
Wenn er aber bewusster in die Mitte setzt, das heißt so, dass es mehr Stärke ausdrücken kann. Da bitte ich aber auch um Vorsicht. Ich habe das auch schon in der anderen Richtung erlebt, dass nämlich hier das hier ein Zeichen von Schwäche ist und eher dieses entspannte Reinwerfen ein Zeichen von Stärke. Aber man kann sich diese beiden Mechanismen mal anschauen am Live-Tisch und dann selber überprüfen, wie es am Ende bei dem Spieler war. Denn nicht jeder Tell ist für jeden Spieler gleich. Menschen sind unterschiedlich und manche zeigen Stärke anders, manche zeigen Schwäche anders. Die andere Geschichte ist natürlich ganz klar, wenn ich bluffe, das heißt, wenn ich schwach bin, will ich das ja nicht zeigen. Was mache ich, wenn ich etwas nicht zeigen will? Das heißt, ich bewege mich nicht. Ich versuche, meinen Körper maximal zu fixieren. Ich möchte nichts preisgeben. Ich möchte nicht, dass der Gegner bezahlt. Er darf keine Schwäche sehen. Also verharren die Spieler oft in einer Position und versuchen möglichst nicht dem Gegner in die Augen zu schauen, sich nicht zu bewegen. Natürlich ist das auch Pokerface-mäßig, wenn sie stark sind. Aber achtet mal darauf, wenn ein Gegner wirklich gar keine Bewegung mehr von sich gibt. Und hier ein spezielles Beispiel, vielleicht für eure Homegame-Runde. Der Tipp kommt vom amerikanischen Magier und Kartenspieler Rick Ferguson. Denn der hat bei einer Profispielerin mal beobachtet, ich glaube, er meint Jennifer Harmon, er hat den Namen aber nicht genannt, wenn man am Tisch sitzt und isst Nüsse und kaut, Kaugummi oder eben irgendwelches Naschwerkzeug und dann in einer Hand ist und plötzlich mit dem Kauen aufhört, dass das ein Zeichen dafür ist, dass diese Person blufft. Weil, wie gesagt, starr sein, nichts von sich preisgeben wollen, auf gar keinen Fall in irgendeiner Form Schwäche signalisieren, dann verharren sogar meine Kaumuskeln. Das heißt, ich höre auf, meine Nüsse zu kauen oder mein Kaugummi zu kauen. Beobachtet das mal, vor allem in der Live-Game-Runde, wo vielleicht doch ein paar Nüsschen mehr auf dem Tisch stehen als beim Live-Poker im Casino, ob das wirklich der Fall ist. Angeblich ein todsicherer Tipp, wenn der Gegner aufhört zu kauen, dass er blufft. Die andere Geschichte ist, wenn man sich wohlfühlt, das heißt, wenn man eine starke Hand hält. Was bedeutet das? Das heißt, ich bin entspannt. Ich möchte, dass die Gegner mit dabei bleiben. Was mache ich, wenn ich entspannt bin? Was macht ihr, wenn ihr daheim sitzt und seid entspannt? Ihr lehnt euch zurück. Vielleicht streckt ihr sogar eure Beine aus. Ah, ich merke gerade selber, es ist viel entspannter. Jetzt werdet ihr sagen, woran sehe ich das denn, dass der die Beine ausstreckt? Ich gucke doch nicht beim Pokerspiel unter den Tisch. Nein, aber ihr seht doch jetzt, ihr fühlt doch jetzt, dass ich meine Beine ausstrecke, oder? Von meiner ganzen Haltung her. Ich sitze doch nicht mit angezogenen Beinen so zurückgelehnt am Tisch. Weder daheim, noch im Casino, noch bei der Oma, nirgendwo. Also, dieses relaxte Sitzen, Beine ausgestreckt, Körper zurück, oft ein Zeichen dafür, dass der Gegner wirklich stark ist. Er fühlt sich wohl und er sagt so, hier, bring it on, wo sind die Chips? Entspannte Haltung. Gleiches gilt aber auch, wenn Spieler sich offensiv nach vorne beugen. Das heißt, plötzlich, sie sitzen da, die Hand kommt, der Flop kommt, sie treffen den Flop richtig hart. Das heißt, wir legen einfach drei Karten hier hin. Und dann schauen sie in die Mitte und beugen sich nach vorne, weil sie jetzt am Spiel teilhaben wollen. Sie haben das Top-Paar getroffen. Sie haben vielleicht eine super starke Hand getroffen. Sie beugen sich nach vorne, die Augen gehen Richtung Flop und vielleicht gehen die Augen auch direkt zum Chipstapel, um zu gucken, okay, ich bin in die Hand involviert. Das heißt, ich überprüfe meine Chips, ich überprüfe den Chipstapel meines Gegners, aber das ist okay. Das sind Sachen, die können auch genauso gut reverse in die andere Richtung laufen. Aber das nach vorne beugen, dieses kontrollierte, ich will aktiv dabei sein, das ist eigentlich die entscheidende Geschichte. Aktiv nach vorne, ich will mitwischen. Und das andere Problem ist, wenn sie plötzlich anfangen, ganz viel zu reden. Das heißt, sie haben vorher gar nicht geredet und plötzlich fangen sie an, dich in ein Gespräch zu verwickeln. Auch oft ein Zeichen, dass man sich wohlfühlt. Denn, wir kommen nochmal auf das andere Thema zurück, wenn ich bluffe, will ich nichts von mir preisgeben. Dann bin ich verschwiegen. Ich höre sogar auf zu kauen. Ich werde erst recht nicht sprechen. Wenn ich aber stark bin, dann mache ich so, wow, wie geht's bei dir so? Was geht ab? Hey, also, der ist locker, der ist chatty, der will plötzlich quatschen. Er ist stark. Aber, und wenn er dann sagt, ah ja, läuft heute Abend nicht so oder wie auch immer, vorsichtig. Wenn jemand viel spricht, dann geht es ihm meistens gut. Und wenn er sauer ist, weil es nicht läuft und weil er bluffen muss, dann ist er meistens verschwiegen.
heißer Tipp von mir. Alles das, was ich hier heute erzähle, an Tells, an Körpersprache, bitte überprüft es selber. An eurem Tisch zu Hause, im Casino und an euch selber. Hört ihr auf zu kauen, wenn ihr blufft? Oder geht ihr nach vorne, wenn ihr aktiv dabei sein wollt? Überprüft es, nicht unbedingt im Spiegel, aber hier mit dem Teil zwischen den Ohren. Viel Spaß dabei und beim nächsten Mal aufpassen, wie man sich am Tisch verhält. Hat euch die Folge gefallen? Dann wären drei Dinge ideal. Erstmal den Kanal abonnieren und ein Like hinterlassen und dann natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei sein bei der Poker Masterclass der Bayerischen Spielbank. Bis dahin,